Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge und wir haben letzte Folge vergessen zu speichern. Ein 31. Passt. So. Ich lese nochmal vor. I am glad you have stuck with the therapy as long as you could. Even after feeling like it was not working, I have noticed a turnaround in your attitude. I have noticed a turnaround in your attitude these past few weeks. It seems you are coming to accept your darker thoughts, rather than trying to suppress them. Was ein guter Weg ist. I feel if you keep working on this, you can make positive change in yourself, even if you decided to continue down this path without my assistance. I don't think you need it. Keep it up. Ich glaube sogar, das ist eine Message, die man auf jeden Fall braucht für das gute Ende. Ich glaube, das war eine von diesen Schlüsselnachrichten. Ey, vielleicht schaffen wir doch noch das gute Ende. Ich glaube zwar nicht, weil ich glaube, wir dürften dafür ein paar Viecher nicht umbringen, die wir bereits umgebracht haben. Mir fällt jetzt gerade keins ein. Also vielleicht auch nicht. I don't know. Aber ja. So. Sonst war hier nichts. Cool. Wir bei dem Safe-Raum. Das ist natürlich sehr praktisch mit dem Safe-Raum, dass man hier gar nicht angegriffen werden kann, weil man aufgrund dessen einfach die Nachricht lesen kann oder dass man währenddessen aufgesnabbelt wird. Das ist natürlich eine sehr, ja, nützliche Sache. So, aber wie geht es jetzt von hier aus weiter? Ich hab ehrlich gesagt überhaupt keine Ahnung. Oh, wir sind wieder hier. Gut, dann war's das, glaube ich, auch schon. Dann können wir jetzt zur Surface Area gehen. Hier lang. Wieso haben wir die immer noch? Ach ne, hier war das mit den. Das war darum, wo ich dachte, dass der in dem Secret Path ist. Und wie vermutet, Spinnen. Okay, mal, die brauchen hier zwei Schüsse. Ist also nicht so stark wie die Pumpgun. Da geht's lang und da geht's lang. Ich höre Schritte. Was haben wir drauf gesammelt? Du bist Wasser, ne? Ja. Dann kannst du direkt wieder weg. Wir haben noch ein Magazin mit drei Kugeln, ganz ehrlich. Können wir mal gucken hier mit den Sechser-Dingern. Können wir die jetzt kombinieren? Ne, okay. Also ist das Maximum doch 8, nicht 9. Schade. Aber Mitchell, da ist ja auch noch eine Treppe nach oben. Das heißt, da ist eine Treppe nach oben und da ist eine Treppe nach oben. Dann gehen wir erstmal die Treppe. Weißt du was? Ich glaube, ich nehme. Oh ne. Der habe ich direkt getroffen. Oh. Dann habe ich mich bei der anderen wohl immer die erste Kugel versemmelt oder was? Oder haben die verschiedene Stärken? Nee, das macht ja keinen Sinn. Oh.
Oh Mann, das ist hier verwinkelt. Ich mag das gerade überhaupt nicht. Gut, von da kamen wir. Ich gehe jetzt mal hier lang, weil hier sieht so aus, dass es hier nicht weitergeht. Ja, okay. Okay, gut. Dann ist das ja ganz praktisch. Gott, so viele Türen, ey, damit das mal keine Falle ist. Ein bisschen Leuchtefarbe. Habe ich gerade Leuchtefarbe gesagt? Also so Leuchtestab halt. Leuchtefarbe. Was ist mit mir los? Ich glaube, mein Hirn leuchtet. Mr. Scotch, I'm pleased to inform you. Oh, das hier ist aber wieder blutverschmiert, ne? Aber wenn man bedenkt, ne? Die letzten Zettel waren alle nicht mehr blutverschmiert. Oh, okay, doch. Na, okay, also manche scheinbar doch. Der hier zum Beispiel, da war rechts auch wieder ein bisschen Blut. Na, okay. I'm pleased to inform you that the therapy... Was? Achso, that the therapy was a success and you know... Achso, ich dachte gerade das Wort A ist durchgestrichen, aber es ist einfach nur Blutspritze. a success and you are now in... Was auch immer da stehen sollte. Mary book you in for a follow-up test in... A month from now, please give us a call back so we can figure out a time that is suitable for you. If you have any questions, feel free to call us back at any time. Congratulations. Auf Deutsch, Mr. Scotch, ich bin fröhlich, Ihnen mitteilen zu dürfen, dass die Therapie ein Erfolg war und Sie nun auf dem Weg der Besserung sind. Ich würde für ihn einen Folgetest vereinbaren in einem Monat. Bitte geben Sie uns einfach einen Rückruf, damit wir gucken können, welche Zeit ihm am besten passt. Wenn Sie irgendwelche Fragen haben, rufen Sie uns einfach an. Glückwunsch. John Thomas, CV Medical. In die Fresse. Oh. Oh. Dann war das ja also der Hauptweg. Dann sollten wir doch erstmal die andere Leiter, die andere Treppe lang gehen. Das sah hier so special-mäßig aus, dass ich dachte, dass das hier ein Special, also ein Sieg, also halt ein Abzweig ist. Aber dann wünschen wir doch nicht. Dann schauen wir doch mal schnell nach. Weiß ja noch, warum hier lang, ne? Ja.
Schau doch mal schnell, was bei dieser. Nee. Ich bin verwirrt. Ach hier, bei dieser Leiter ist. Gar nichts? Außer zwei Löschfackeln? Ich bin deprimiert. Gut. Dann fuck it. Dann auf nach Chapter 7. Madness. Yeah. Wisst ihr, wir können mal so gucken. List Maps. Oh. Madness ist jetzt die vorletzte. Also, es kommen noch drei. Für die, die es nicht lesen können, weil es so klein ist. Es kommt noch Chaos, Resolve und Final. Ich glaube, Final ist relativ kurz. Aber keine Ahnung, wie groß Madness ist, wie groß Chaos ist und wie groß Resolve ist. Aber wir haben alleine von der Map-Anzahl her schon mehr als die Hälfte. Aber wie gesagt, keine Ahnung, wie groß jeweils die Maps sind. Also ob das überhaupt irgendwas zu sagen hat. Oh, unser Hunger wurde zurückgesetzt. Wow. Warum diese? Ich speichere erstmal direkt. Revolver. Leute, wir brauchen eine Pistole. Ey, das gibt's doch ja nicht. Vor allem zu schön ist, dass wir tatsächlich nur noch mit den Waffen arbeiten. Oh, Alter, das ist schon wieder laut. Also auf Deutsch, wir sind kurz vor Fort Owens, also wie der Ort heißt, kurz vor dem zentralen Punkt. Und das ist der einzige Punkt, der uns noch zwischen, also ja, der zwischen uns und den Minen liegt. Auf kurz Deutsch, wir sind kurz vor den Minen. Ah, das sieht ja fast wieder aus wie die zweite Season. Auch wieder so schönes Stahlrohr, easy. Ich wünschte nur, wir hätten eine Pistole. Weil es hier sehr geräumlich aussieht. Oh, ganz viele Spritzen und Tabletten. Vor allem überall Kerzen. Was ist hier los? Können sich keine richtige Heizung leisten? Wobei ich glaube, andauernd neue Kerzen zu kaufen ist garantiert teurer als einmal in eine Heizung zu investieren. Was? Das ist. Ach so. Unser Inventarplatz geht langsam aus. Warum haben wir nicht mehr Quickslots?
Gut, die nutzen wir aktuell ja nicht so sehr. Da würde ich mal sagen, wir packen die mal weg. Da müssen wir eben mit Munition sparen. Da haben wir nur noch 140. Und packen dafür dort den Revolver hin. Wo auch immer der jetzt ist. Keine Ahnung. Du kommst dafür dahin. Jetzt haben wir eine wunderschöne Form für eine Axt. Und der, ach, da ist der Revolver. Der kommt noch da. So. Jetzt haben wir den Revolver auf der 4. Und wir haben wieder unsere schöne Axt. Wir müssen natürlich aufpassen mit der Stamina. Sieht natürlich jetzt ganz schlecht aus, weil wir überladen sind. Aber für ein paar schöne Kombis. What? Ja, nee, klappt doch nicht. Ey, wieso wechselst du nicht? Ach so. Ich wollte gerade auf 2 wechseln für die Pistole, aber die ist jetzt auf der 4. Verdammt! Oh. Wir können aber nicht ganz das Zeichen so viel Munition verschwenden, ne? Wir müssen schon ein bisschen versuchen, hier auch ein bisschen mit der Axt mitzuarbeiten. Und wir müssen halt immer ewig warten, bis die Stamina wieder aufgebaut ist, ne? Was? Der lebt noch? Was ein Viech. Was ein Monster einfach. Hallo? Monster? Oh. Oh, da liegen ein paar Sachen rum. Es ist also Steine? Ja, sind Steine. Also besser Ziegel. Leider keine Steine. Die würden mir jetzt eher gefallen. Oh, man kann hier lang. Was ist das für ein Anzug? Mir fällt doch gerade auf, wir brauchen gar keinen Taucheranzug, ne? Oder kommt das noch mit dem Taucheranzug? Oh, was ist denn das? Das Not Absorb. Genau, das ist das, um das Gewicht zu verbessern. Und was bist du? Heavy but effective armory almost complete reduce the chance of bleeding from animal attack and absorb 50% of attacks. Oh. Alter, wir haben 330 Pfund? We are so fucked right now. Ja, und das erhöht nicht mehr den Maximalwert. Oh, das ist ja mies. Gut, allerdings an dem Punkt, wo wir angekommen sind, bringt es uns eh nichts mehr. Wir kämpfen jetzt eh fast nur noch mit den Waffen. Und ich weiß nicht, ob das gut ist. Ich meine, wenigstens können wir jetzt dieses verpackte Ding hier wegschmeißen. Drecksding. Aber ich weiß halt echt nicht, ob das so eine gute Idee ist, was wir gerade machen. Leute, ich bin echt ein bisschen überfragt.
geht's nicht lang. Gehört das zur Musik? Oh Leute, ich will das Ganze nicht mehr. Ja, es doch, es ist Teil des Liedes. Okay. Jetzt ist es wieder weg. Obwohl, es ist weg, um unsere Sicherheit zu wiegen. Da vorne ist ein Fahrstuhl. Habe ich eigentlich alle Waffen? Ich habe die Schrotflinte und das Ding. Okay, sollte reichen. I have come across newspaper clipping of Fort Osis. Everyone has moved away. The mines has apparently dried up. So they go my ticket to go home. Also, so there go my ticket to go home. Fort Osis is base barely wasteland? Ich kann auch. Everything I have even wanted. It has all been taken away from me. Ich bin über einen Zeitungsartikel gekommen über Fort Norris. Alle sind weggezogen. Die Mine ist basically trockengelegt. So da geht mein Ticket dahin, jemals wieder nach Hause zu kommen. Fort Norris ist quasi Wasteland, wie sagt man, Ödland? Keine Ahnung. Alles wurde mir genommen. Ja. Was? Nee. Everything I ever wanted, it has. Genau. Alles, was ich jemals wollte, wurde mir genommen. So rum. Und wieder stellt sich mir die Frage, in welcher Reihenfolge hat derjenige, der die Briefe geschrieben hat, die Briefe geschrieben? Komm, ich lasse die Kisten einfach da. Dafür ist mir meine Ausdauer mittlerweile zu schade. Oh, es wurde gespeichert. Dann speichern wir mal auch. Auch sehr einfach gewesen. Problem ist, ich habe gerade versucht, die Tür zu öffnen, ja. Man hört es ja leider nicht bei manchen Türen. Normalerweise gibt es bei Doom immer audiovisuelles Feedback. Oh, das ist bloß ein großes Lager. Also, ne, großes Lager jetzt nicht. Oh, ein Sledgehammer-Kopf. Oh, normaler Hammerkopf. Das heißt, sie wollen selbst hier immer noch, dass man Nahkampf macht. Lamunischen. Und welche? Beide? Ja, wahrscheinlich beide. Weißt du was? Du gehst mal nach da. Du gehst mal nach da. Du nach da. Dann kannst du nämlich nach da unten. Dann haben wir hier eine Reihe mit Munition für die Pistole. Falls wir irgendwann mal wieder eine finden sollten. Was jetzt allerliebst wäre. Oh. Da ist ein offener Raum. Das
Jetzt rechnen wieder keine zwei Schüsse. Keine. Also jetzt folgen wieder zwei Schüsse. Lass mich nachladen, Junge. Nein, braver Junge, bück dich. Muss ich sich meine Munition schonen? Kann ich nicht alles mit jetzt mit Waffen Gewalt weggewalten? Der darf ja gewalttätig. Gut, dann gucken wir mal nächste Folge, ob das jetzt mit dem Raum war. Gott, schon 32 Folgen, ey. Hätte echt nicht gedacht, dass das Let's Play so lang wird. Ich hätte auch gar nicht gedacht, dass ich überhaupt so weit komme. So, ich hätte gedacht, dass wir viel am Anfang, wo wir das erste Mal mit den Frauen zu tun haben, da in dem geschlossenen Raum, dass ich an der Stelle einfach wieder aufgebe. Aber irgendwie habe ich doch weitergemacht und irgendwie sind wir jetzt schon wieder bei 32 Folgen. Das Spiel ist aber auch so gut und so fesselt. Ich habe gar keinen Bock aufzuhören. Es ist super gefährlich. Oh, meine Mytest-Fans, die mich hassen. Naja, was soll's. Bis dann.